Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 112. Wie immer jeden Freitag 16 Uhr hochgeladen, ist es dieses Mal wieder ein kleineres Sommer-Update. Das heißt, es ist trotzdem ein Wochen-Update, was ich in der letzten Woche gemacht habe. Aber im Sommer sind die Videos etwas kürzer, da ich ja auch ein bisschen in der Natur unterwegs bin, aber trotzdem an der Bahn bastle. Und das möchte ich euch natürlich jede Woche zeigen. Heute geht es um Büsche und Bäume. Das heißt, die Büsche, die mache ich selber. Das werden wir gleich alle sehen, wie ich das mache. Die Bäume sind in dem Fall vorgefertigt. Die mache ich in dem Fall nicht selber. Die sind noch relativ weit hinten. Während ich später die Bäume, die mehr im Vordergrund kommen der Anlage, die werde ich selber bauen. Aber das ist ein separates Video. Das machen wir mal im separaten Durchgang irgendwann mal, wenn ich dabei bin. Im Moment baue ich keine. Aber die Büsche, die man so fertig kaufen kann, die gefallen mir irgendwie nicht und das sieht irgendwie nicht schön aus. Also habe ich mir gedacht, oder ich verwende es ja schon eine ganze Weile, wie viele von euch auch, ich sehe das ja auf euren Videos, auf euren Anlagen, aus diesen Irlandmoos oder wie heißt das, also dieses, na, ihr seht es ja da oben links in der Ecke und Irlandmoos, naja, ihr wisst, was ich meine. Viele kaufen das auch als Moosköpfe fertig irgendwo. Ich habe mir da mal so ein riesiges Paket gekauft. Das waren, glaube ich, 3 oder 4 Kilo. Davon habe ich mir die Köpfe selber alle abgerupft. Den Rest hat meine Frau bekommen, um damit irgendwas zu basteln. Die macht damit recht schöne Sachen. Und das war gefärbt, das Zeugs, was ich da gekauft habe. Das ist eigentlich alles gefärbt, sonst wäre es nicht so schön grün. Und mir hat es nicht gefallen. Also mir hat die Farbe, die war dunkelgrün damals auch, wo es ankam. Erstens mal hat es furchtbar gestunken, das Zeug, weil die Farbe, keine Ahnung. Und als ich das rausgeholt habe aus der Verpackung, da waren meine Hände komplett grün. Das ist erstmal kein gutes Zeichen. Also habe ich das alles gewässert, habe das ausgespült und habe jetzt mich an die Arbeit gemacht. Mir meine kleinen Büsche. Mein Gott, war das wieder mal ein schwerer Satz. Selber zu färben. Das heißt, ihr seht schon im Hintergrund, ich habe mir Farbe angerührt. In die Farbe habe ich anfänglich Weißleim reingegeben. Wer das nachmachen möchte und mit den Farben nicht so richtig sich das zutraut, der Weißleim ist, wie der Name schon sagt, weiß. Das heißt, die Farbe, die da drin ist, die sieht wesentlich milchiger aus oder heller, als es nachher zum Schluss ist. Wir sehen es ja jetzt hier ein bisschen in den kleinen Becher drin. Es ist also ein richtiges Dunkelgrün zum Schluss, aber der Weißleim täuscht, der trocknet ja farblos dann aus. Und das habe ich auch gemacht, den Weißleim, damit die Büsche, wir sehen es jetzt hier in meiner Hand, damit die fest sind, damit es nicht so ein Wappel hier, wir sehen es, guck mal, der Vergleich, das eine kann ich komplett eindrücken, das kennen die meisten selber von euch. Und der andere Busch, der ist jetzt komplett fest schon oder zum nicht komplett, also er ist fest, aber ich kann ihn immer noch ein bisschen, also ich habe nicht allzu viel Weißleim reingemacht und somit habe ich dann doch irgendwo so feste Büsche, die ich bearbeiten kann, weil mir gefällt das nicht, wie gesagt, wenn ich ja so ein wabbeliges Ding da auf der Anlage habe und das kann man irgendwo schlecht verarbeiten und schlecht was draus machen, das sieht auch irgendwo ein bisschen schlecht aus und jetzt haben wir so viel schlecht gesagt, das kann eigentlich nur besser werden in dem Video und hier sehen wir auch, dass ich auch die Bäume, die ich habe, das ist so eine Massenware, die ich ja gekauft habe, wobei ich die gar nicht mal schlecht fand, muss ich dazu sagen. Also man kriegt meines Erachtens schlechtere für wesentlich mehr Geld zu kaufen. Aber die Farben, die gefallen mir immer nicht. Und außerdem sehen ja alle Bäume immer gleich aus. Das kann ja auch nicht sein, dass die gesamten Farben dann komplett von A bis Z. Wer sich meine Videos früher schon angeguckt hat, der weiß, dass ich die Bäume teilweise gerade im Hintergrund, was man da so hinten an der Wand dran sehen, dass ich die erst geklebt habe und dann teilweise mit Farbe betupft habe. Das war Ocker, das war Grün, im Grunde genommen ähnlich, wie ich es jetzt auch mache. Aber eben erst nachträglich, außer dieser kleine Baumwulst, den wir jetzt hier nicht sehen, der dabei da rechts ist, den habe ich vorher auf meiner Platte fertig gemacht und hatten dann so an die Wand geklebt, weil da musste ich platzsparend arbeiten. Ist aber eine andere Geschichte, das habe ich, glaube ich, vor 100 Videos schon gemacht. Aber ich kann ja irgendwann nochmal drauf zu sprechen kommen, was ja auch kein Problem ist. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, jetzt klebe ich natürlich die etwas festeren Büsche jetzt oben auf die Anlage auf. Das heißt, das habe ich euch nicht gezeigt. Die probiere ich erst, wo sie stehen. Das macht jeder von euch so. Man pappt das ja nicht irgendwo hin. Aber ich wollte es halt zeigen und ich möchte auch zeigen, wie ich es da angebracht habe und dass die auch schön fest sind. Und mache das wie immer mit Weißleim. Machen viele von euch auch, ist eine tolle Sache. Man sieht den Weißleim nachher nicht mehr, wenn er abgetrocknet ist. Und da, wo es wirklich mal, also wenn man zu dick drauf gemacht hat, ganz leicht milchig ist, ja, da macht man halt mal einen Tüpfen Farbe drauf und das ist auch erledigt. Also das ist wirklich eine ganz, ganz wunderbare Sache und auf nahezu jeder Oberfläche.
nach, da, guck mal, da habe ich einen grünen Busch angebracht. Da genau den, den ich jetzt anmale. Dort brauchte ich wiederum mal den etwas weicheren Busch, weil der richtig an den Felsen so ran musste, weil ich kann den nicht nach vorne so ausbeulen stehen lassen, weil dann hätten meine Züge den ständig abrasiert. Nachdem ich erst in der letzten Folge meinen Felsen da geschliffen habe, möchte ich ja nicht auch noch mit den Büschen von der Wand rasieren. Und habe ihn dann erstmal hingeklebt. Was ich euch jetzt hier nicht zeige, ich habe es ja bemalt, da ist ja auch der Weißleim drin. Ich habe nachher eine Kleberflasche davor gestellt, die den Busch so nach hinten ein bisschen festdrückt. Und wenn der trocken ist, bleibt der dann so. Eigentlich eine recht angenehme Geschichte. Und was mache ich jetzt? Jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich die Dinger mir da drauf geklebt und grün in grün geht gar nicht. Also habe ich jetzt die Äste und die Stämme von den Büschen, aber auch von den Bäumen braun gemalt, wie sich das gehört in der Natur. Da muss man gar nicht allzu viel, jetzt habe ich gerade geguckt, jetzt kam eine Katze von mir rein. Vorsicht walten lassen, wenn man da ein bisschen weiter gemalt hat, ist das auch nicht schlimm, weil da hat man auch verschiedene Ästelungen da drin und sowas. Aber auch von den Bäumen, diese Plastikstämme in der Mitte, die habe ich auch mit angemalt, denn bei Beleuchtung, dann glänzen die. Das kann ja nicht sein. Das sieht ja furchtbar aus, so ein glänzender Baumstamm, der muss ja matt sein. Und bei Bäumen, die weiter vorne kommen, oder auch jetzt habe ich es schon gemacht, habe ich sogar noch ab und zu so kleine schwarze Striche rangemacht, um die Borke ein bisschen darzustellen. Aber ich bin der Meinung, ich habe es wieder mal ein bisschen übertrieben. 1 zu 160 muss man sich diese Arbeit wahrscheinlich gar nicht machen. Ja, jetzt habe ich nochmal mit Grün so alles ein bisschen grundiert, noch ein bisschen so, als wenn was runtergefallen ist und was man so macht, wie man das ja gerade so sieht, damit ich nicht so bloß diese graue und graue Wand habe, sondern eben auch ein bisschen anderes Grün noch zwischen den Grasstrukturen. Jetzt sehen wir hier die drei verschiedenen Farben, die ich von diesem Woodland Scenic da habe und habe mich jetzt für das mittlere Grün entschieden, denn diese Farbe wird jetzt, wir sehen es, ich mache Kleber nochmal auf die Büsche, von oben nochmal als Blätter aufgestreut. Ich wollte, also das Moos alleine lasse ich nie so stehen, da kommen immer nochmal Blätter ringsrum. Aber ich mache das nicht vorher, wie viele andere das machen, die tauchen das vorher und wälzen das dann in diesen Streu da so rum. Also ich mache das immer später, weil dann kann ich wirklich gezielt auftragen, wo es hin soll und kann das dann drauf rieseln. Hier habe ich übrigens auch mit den etwas helleren Farbenmarker, also mit den helleren Woodland Scenics gearbeitet. Wir sehen es gerade jetzt hier. Und so wie gesagt, habe ich mir das Blattwerk drauf gemacht, wo das ein bisschen zu dicht war, habe ich nachher wieder was Dunkleres drauf gemacht, sodass das unterm Strich, naja, eine schöne Farbvarianz ist. Wir sehen es hier ein bisschen. Da oben müsste man vielleicht noch ein bisschen was tun. Aber das ist jetzt eine Aufnahme, die habe ich mit einer Makrolinse gemacht. Das heißt, ich war jetzt keine 8 cm entfernt. Und bei 1 zu 160 brauche ich jetzt wirklich nicht was dazu zu sagen. Das ist natürlich dann entsprechend alles sehr, sehr grob, ne, wenn man so dicht rangeht. Also wir kennen, das ist 1 zu 160. Das ist alles so klein irgendwo. Aber ich wollte es trotzdem mal machen. Ich wollte es euch trotzdem mal zeigen, wie es aus der Nähe aussieht. Und ich denke, das kann man so stehen lassen. Das passt irgendwo. Das ist ein Gesamtbild. Und ja, mir hat es gefallen, das ist eigentlich die Hauptsache. Und gerade oben die Büsche, das soll ja so eine Abgrenzung sein von der oberen Platte auf die mittlere, also von der oberen Ebene auf die mittlere Ebene. Und ich denke, das passt ganz gut, deswegen wollte ich da ein bisschen mehr hinhaben, sodass das eben doch irgendwo ein Unterschied ist auf der Platte. Und ja, für nächste Woche habe ich was Schönes geplant wieder. Das zeige ich euch natürlich in der nächsten Woche, wie ich gerade gesagt habe. Für nächste Woche habe ich das geplant. Und da geht es ein bisschen weiter rechts weiter. Das habe ich versucht so ein bisschen auszugrenzen jetzt hier gerade, weil ich habe davon ein bisschen was schon gemacht. Aber das soll es gewesen sein. Bis nächste Woche. Und tschüss, euer Uli aka Aquapainter. Macht's schön gut, bis dahin.